Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Duell. Diesmal gegen Binary 92 oder Joker Experiment auf YouTube. Und wir legen gleich mal los. Schauen wir mal, wie es kommt. Angenommenes Damen-Gambit, da bin ich jetzt mal sehr interessant. Eigentlich spielt man ja häufig E5. E5, ja, oder es geht, glaube ich, auch es geht bestimmt jetzt mit der Idee, vielleicht C5 zu spielen. Aber ich habe gleich den Bauern genommen, konnte mich dadurch schön entwickeln. Und jetzt denke ich mal, dadurch, dass er E6 gezogen hat, kann er seinen Läufer nicht mehr so leicht herausziehen. Deswegen kann ich den Springer auf sein natürliches Feld auf F3 erstmal ziehen. Und den Bauern auf D4 decken, das ist kein Problem. Der andere Springer wird dann, glaube ich, auch demnächst folgen. Und Läufer E3. Das sind jetzt die nächsten Ideen. Okay. Springer GE2. Das ist natürlich kompliziert. Jetzt vielleicht doch mal E5 eine Idee und dann später F5 oder er fianchettiert den Läufer. Okay, aber ich bringe erstmal meinen König in Sicherheit. Entwickel dann endlich meinen Darmflügel weiter. Gut. H6. Der tat, glaube ich, noch nicht ganz so Not. Denn der Läufer, der droht halt nicht so viel. Der spielt man einfach F6 und dann muss ich zurückgehen. Vielleicht geht er auch auf die große Rochade jetzt. Das ist natürlich auch möglich. Gut. Das Feld G4 war, G5 war zurzeit aber noch nicht mein Ziel. Ich wollte mich erstmal fertig entwickeln. Das sollte er auch mit seinen Läufern unternehmen. Ansonsten bleibt sein König erstmal im Zentrum stecken. Das wäre nicht so positiv. Okay. Noch ein Springerzug. Ich könnte mit der Dame Schach sagen, dann geht er aber einfach mit C6 dazwischen und deckt gleichzeitig seinen Springer. Ich möchte meinen Läufer auch nicht verlieren. Deswegen ziehe ich erst einmal zurück, bereite vielleicht D5 mit dem Springer auf C3 nochmal vor und dann kann ich in Zukunft vielleicht das Schach auf A4 nutzen. Okay, jetzt nicht mehr. Aber was auf jeden Fall gut drinne ist, ist Raumgewinn. Das könnte ich mal versuchen. So, der Springer muss jetzt ziehen, dann den Bauern noch einmal nach vorne. Das heißt, diese Bauern, die sind schon etwas mehr festgelegt. So ein C5, vor dem ich eigentlich Angst hätte, um mein Zentrum ein bisschen anzugreifen, der ist jetzt nicht mehr so leicht möglich, da ich ja mit en passant hier schlagen kann. Gut. Nächstes Ding wird sein, die Dame auf C2 zu bringen. Da gucke ich das erste Mal auf den Bauern auf C7, deck meinen Bauern auf E4 und meinen Springer auf C3. Die Dame ist also multitasking-fähig. Okay, das ist eine gute Frage. Aber ich decke mal am besten den Bauern mit meinem anderen Bauern. Diese Position möchte ich da noch nicht aufgeben. Okay, jetzt ist er auf jeden Fall bereit dafür, seinen Läufer zu entwickeln. Aber hier auf. Doch, da auf B4 sieht er ganz gut aus, denke ich mal. Denn wenn er nimmt, muss ich mit der Dame nehmen und dann hängt mein Bauer hier. Ich denke mal, ich bin aber ein Zug schneller. Mit dem Läufer hier hin, also erst Turm D1, wenn er dann mit dem Läufer hier hin zieht, D5. Ah, könnte auch einen Bauern verlieren. Oder?
Nein, verliert, glaube ich, kein Bauern. Er müsste einmal zwischennehmen. Ah, ich mache das einfach so. Einmal. Ich möchte die Läufer jetzt abtauschen. Besonders diesen hier, der ist ziemlich stark. Und der hier, meiner, der tut nicht allzu viel. Deswegen werde ich einmal den Turm auf dieses Feld bringen. Jetzt meinen Turm auf dieses D1 Feld bringen. Und mein Springer hat jetzt auch ein Feld auf B5, falls der Läufer hier kommen sollte. Und jetzt kann ich auch, ohne den Läufer zu fürchten, D5 spielen. Das ist der Plan. Kommt der Läufer, habe ich auch immer erstmal die Drohung, hier auf B5 und dann auf C7 die Gabel zu drohen. Das mache ich, glaube ich, auch erstmal. Das ist nämlich schwer zu parieren. Er kann ja eigentlich nur noch mit der Dame decken. Oder mit dem Läufer auf E6. Vorbeigehen geht natürlich nicht. Mein Springer hat dann das Feld trotzdem. Ich überlege gerade, Läufer D6. Ich glaube, ich habe auch vorhin E6 gesagt. Wenn es so ist, dann tut es mir leid. Dann kann ich trotzdem mit der Dame auf C7 schlagen. Wenn der Läufer dann von D6 auf C7 wieder nimmt, dann hätte ich auf jeden Fall die Gabel zwischen König und Dame und den Bauern gewonnen. So, jetzt kann ich das mal nehmen mit Schach. Der König geht dann wahrscheinlich nach D7. Okay, und dann hole ich einen Turm einfach auf die Linie. Das sollte erstmal reichen, um meinen Springer zu verteidigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt auch zu einem Damentausch kommt. Moment. Ich kann auch einfach mit der Dame nehmen. Die Dame hängt. Wenn er nimmt, dann gabel ich den Turm auf. Ich nehme mit der Dame. Ja, was macht er jetzt am besten? Deckt er mit seiner Dame, mit seinem Turm die Dame? Ich glaube, das wäre noch am interessantesten. Aber dann hängt der nächste Bauer. Ja, und ich drohe die Gabel auf C7 wieder. Hat er irgendwo ein Feld, um meine Dame richtig einzukesseln? Dieser Springerzug auf C4. Der sieht nicht so gesund aus. Aber ich könnte zurück nach C7. Das wäre dann kein Problem, denke ich. Mache ich mal. Hol mir erstmal den Bauern. Drohe die Gabel wieder auf C7. Und ich glaube, der Zug funktioniert hier gar nicht. Ich kann einmal Zwischenschach geben. Und ja. Nach D8 sollte er nicht. Dann habe ich einen Doppelschach auf E6. Ich glaube, das kann auch mal sehr gefährlich werden. Nach D7. Okay. Nach D7 wäre wahrscheinlich das Damenschach auf B4 gekommen. B5. Und dann hätte ich den Springer genommen. Er mit seinem König die Dame. Ja, auf jeden Fall der König hier, der hätte kleine Probleme gehabt, sich da doch nochmal rauszuwursteln. So, jetzt erstmal Schach. Der Turm müsste jetzt weg sein. Gut, den nehme ich dann auch. Jetzt, ein Turm auf die Linie. Ich denke mal, Turm B1. Droht Schach. Oh, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Da bringe ich doch den anderen Turm auf die Linie.
Auf die offene. Der König hat jetzt zweimal gezogen. Ich hätte vielleicht versucht, nach G8 zu gehen und dann nach H7, damit er da ein wenig sicherer steht. Okay, vielleicht ist auch Läufer D2 eine Idee, dann hole ich mir den Springer ab. Das könnte auch funktionieren. Oder Turm C7, Turm A7 auf die siebte Reihe stellen. Okay, er greift meine Dame an. Das heißt für mich, ich ziehe meine Dame natürlich, sag einmal Schach. Kann nichts dazwischen ziehen, müsste also mit dem König zur Seite. Okay. D5. Und dann vielleicht mit Läufer auf C4 Schach sagen. C5. Ja, und wenn er tauscht? Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, ne? Dass er hier rausnimmt. Ich habe da einen gefährlichen Freibau. Ne, habe ich auch so, okay. Aber das gefällt mir natürlich noch besser. Jetzt seine Königsstellung offen. Wie geht's jetzt weiter? Hier habe ich einen Schach. Okay, und da hängt der nächste Bau. Den nehme ich auch mit. Jetzt würde ich gerne einen Turm auf die sechste Reihe bringen, aber ich denke mal, das ist nicht so leicht. Einfach nur einen Turm auf die sechste Reihe, damit ich diesen Springer hier bekomme. Das wäre eine gute Position, denke ich mal. Der Springer ist schwer zu verteidigen, den könnte er auch wegziehen. Aber der Springer ist halt der beste Freund des Königs. Der sollte jetzt in diesem Moment in seiner Nähe bleiben. Und genau in diesem Moment bricht die Tonaufnahme ab. Deswegen spreche ich kurz weiter, denn wir verpassen den entscheidenden Punkt in dieser Partie, nämlich die Aufgabe. Gut, wir sehen uns bei der nächsten Partie. Bis gleich. Auf geht's in Runde 2. Kurze Pause hatte ich eingelegt und jetzt versuche ich es doch mal mit Sizilianisch. Ich glaube, vorhin hatte ich auch nicht gesagt, oder es war ja eindeutig, dass wir mit 10 Minuten spielen und nicht mit 5 Minuten. Gut, aber das nur am Rande erwähnt. Sizilianisch. Okay. Ich möchte erstmal die Fessel nicht so lange standhalten müssen und versuche jetzt auf der anderen Seite meinen Läufer zu fenchertieren. Warte eigentlich nur auf den Bauernvorstoß D4. Gut. Nur D3. Das deutet vielleicht F4 an. Ich bin gespannt. Ich muss ja meine Entwicklung noch abschließen und danach werde ich mal den ersten Plan unternehmen. Gut. Seine Entwicklung ist abgeschlossen. Ich brauche noch einen Zug. Ich hatte ja einen Bauern mehr gezogen. Dann denke ich mal. Nicht leicht. Vielleicht versuche ich es ja auch mit E5 und F5. Okay. Der ist aber nicht allzu schlimm. Er möchte vielleicht den Punkt auf F7 in Angriff nehmen. Das ist aber jetzt ziemlich schwer. Ich kann ja mal mit E6 zuziehen. Oder er möchte einfach nur das Feld hier für den Springer freiräumen. Wüsste jetzt aber auch nicht, wo genau der Springer dort eine Zukunft hat. Okay. Dieser Zug. Den möchte ich eigentlich verhindern, dass er den durchkriegt. Den mache ich auch. Dafür hat er jetzt, ja, schöne weiße Felder bekommen. Ich glaube, es gab hier bestimmt besseren Zug. Vielleicht auch nur den Springer hier hinziehen und dann den Doppelbauern zu lassen. Aber das ist mir auch ein bisschen, naja,
nicht so eindeutig gewesen. So, aber vielleicht so rum den Doppelbauern. Wenn er nimmt, nehme ich natürlich mit meinem Bauern wieder. Und dann habe ich diese Felder D5 und F5 erstmal sicher. Das heißt, er kommt mit seinem Springer hier nicht mal rein, falls er meinen Springer hier auf F6 abtauschen möchte. Und dann kann ich selbst versuchen, wenn ich vorbereitet bin, irgendwann mit D5 vorzustoßen. Oder, wenn es auch geht, könnte ich vielleicht diese halboffene Linie für mich nutzen. Ja, A5 möchte ich noch nicht spielen. Wenn er A5 von sich aus spielt, dann kommt E6, A6. Nur nicht, dass er mit seinem Bauern zu weit wandert. Gut, einmal der hier. Die Fessel ist mir noch ein Dorn im Auge, die kann ruhig aufgelöst werden. Vielleicht nehme ich auch mit der Dame, um gleich Druck zu haben auf die Stellung. Aber er hat scheinbar was dagegen. Gut, ich kann G4 spielen und dann bin ich mir nicht sicher. Okay. Schwer. Ich möchte diese Fessel nicht mehr haben. Das heißt, das Leichteste wäre wahrscheinlich hier, die Dame einfach auf ein anderes Feld zu ziehen. Was bietet sich denn da an? Ich denke mal, E8 kann ich mir gut vorstellen. Muss jetzt aber aufpassen, falls der Springer auf B5 kommt. Ja, vielleicht hätte ich erst A6 spielen sollen und dann Dame E8. Denn jetzt droht hier mir so eine unangenehme Gabel und gleichzeitig das Schlagen auf die 6. Das heißt, ich muss mit der Dame zurückgehen, habe hier einen Zug verloren. Ärgerlich, aber da hätte ich mir vielleicht 20 Sekunden mehr Zeit nehmen sollen. Gut, im nächsten Zug ist der Springer wieder weg und ich gehe auf E8. Aber jetzt hat er halt noch einen Zug mehr Zeit. Jetzt könnte er C4 spielen und mein Plan hier mit D5 weiter Druck zu machen, das ist schon in ziemlich weite Ferne gerückt. Okay, macht er nicht. Dann A6. Jetzt Dame E8. Ich habe mir jetzt vorgenommen, vielleicht mit G5, Dame G6 und ja, den Bauern vormarschieren, ein bisschen Druck zu machen. Türme hinter. Und vielleicht kriege ich ja seine Königsstellung geknackt. Das bedarf natürlich noch ein bisschen Vorbereitung, natürlich. Okay. Springe ja zurück auf sein Ausgangsfeld. Ja, vielleicht möchte er noch D2, vielleicht möchte er jetzt C5 spielen, C4. Bin ich mir nicht so sicher. Okay, Dame auf das von mir erwählte Feld. Hat sie zwar ein bisschen wenig Bewegungsfreiheit, aber was nicht ist, kann ja noch werden. So, die Bauern marschieren. Es droht H5. H4, pardon. Mein Läufer hat hier auf dieser Diagonale ja kaum Zukunft, deswegen stelle ich mal nach H6. König H7 oder König H8? Ich denke. Oh, ich weiß, was er vorhat mit dem Springer. Aus meiner Perspektive sieht es so aus, als würde er nach C5 gehen wollen. C4, warum verwechsel ich das denn wieder? Und dann auf D6 Druck machen. Aber dafür kann ich erstmal einen Turm abstellen. Ist jetzt nicht so schlimm. Ich ziehe erstmal den König. Habe ich noch nicht entschieden, ob H7 und H8. Ich lasse ihn mal nach H7 gehen. Sehe jetzt keine Drohung von ihm, wo er hier ein wichtiges Schach hat. Okay. D4 bin ich mir auch nicht so sicher, ob er den jetzt spielen möchte. Da verliert er einfach einen Bauern. Das heißt, ich habe noch einen Zug Zeit. Den hier muss er noch vorbereiten. Vielleicht durch Springer B3. Okay. Hier könnte der Springer nach E6.
ich habe ja noch den anderen Turm. Stelle ihn wieder auf die halboffene Linie. Ich hole einfach mal alle Figuren ran, die ich zur Hand habe. Bis auf der Springer, der bleibt hier nochmal, um ein bisschen was abzuwachen. Jetzt hängen zwei Bauern. E6 und B7. Gut, verteidige ich mal. Ich möchte jetzt keine Stütze verlieren. Besonders dieser Bauer kann wichtig werden. Wenn der verloren geht, dann kann der Springer hier leicht reinhüpfen von ihm. Geht der jetzt? Einmal. Nehmen. Zweimal. Sollte funktionieren. Ich reiße ihm mal die Königstellung auf. Gut, meine wird auch ein bisschen luftig, aber ich bin guter Dinge. Einmal. Könnte vorbeigehen, was na, vielleicht ärgerlich ist. Ich glaube, das wäre jetzt auch das Beste. Dann vielleicht Läufer F5. Läufer F4, pardon. So. Seine Stellung ist auf. Ich möchte diesen Springer, glaube ich, haben. Ich hätte es aber auch gern gesehen, wenn er hier einfach nur abgetauscht hätte. Jetzt wird es schwierig. Der Turm droht ja, wenn er nimmt. Okay. Ich ziehe meinen Springer erstmal zurück. Der deckt jetzt diese beiden Bauern. Das heißt, meine Dame braucht hier nicht mehr Babysitter zu spielen für diese Bauern. Die ist mir doch für den Angriff noch ein bisschen wichtiger als der Springer, der sowieso auf dem Feld keine Zukunftsaussichten hatte. Außer vielleicht D5 abzuwehren. D4. Gut. Beziehungsweise nicht so gut, denn jetzt hängt der Bauer auf D6. Seine Dame nervt er doch ein bisschen. Bisschen lästig. Und ich sehe jetzt auch kein Durchkommen. Schauen wir uns das mal an. Wenn ich mit dem Springer nehme, muss er schon mit dem Springer ne mit dem Läufer nehmen, ansonsten hängt sein Läufer. Sein Turm steht da zu gut. Wie kriege ich ihn da weg? Mein Bauer möchte ich da auch nicht stehen lassen, deswegen geht erstmal mein Springer zurück, bevor ich die Zeit ablaufen lasse. Jetzt, ja, könnte sich die Stellung hier vielleicht als nachteilig auswirken. Vielleicht. Aber ich habe jetzt auch kein Durchkommen, was mich ein bisschen ärgert. Schade, schade, ich sehe hier auch gerade kein Durchkommen. Ich muss das irgendwie ausnutzen, dass sein Läufer und sein König noch auf einer Linie mit meinem Turm steht. Nur sehe ich gerade kein Durchkommen. Gut. Da klingelt es ja schon an der Tür, dass er B4 versucht. Das heißt, ich muss mich beeilen. Okay. Moment. Jetzt kann ich doch einmal nehmen. Sehr schön. Das heißt, sein Springer hängt. Den nehme ich mit. Hätte er mit dem Läufer genommen, hätte ich auch hier Schachmatt gleichsetzen können. Und ja gut. Meine Bauern hängen jetzt, aber das war mir der Springer wert. Er möchte keinen meiner Bauern. Er nimmt sich lieber Zeit und zieht einen Turm. Ich brauche jetzt ein Matt. Achso, er konnte gar keinen Bauern nehmen, sonst hätte ich den Turm einfach genommen. Das nur am Rande. Vielleicht greife ich einfach mal seinen Läufer
Läufer an. Ja, das ist aber schwierig. Wenn er mit der Dame auf B7 nimmt, dann hängt gleichzeitig mein Springer. Oh, Moment. Ich opfer hier einen Turm. Schach. Ah, das ist schwierig. Ich opfer hier einen Turm. Er nimmt mit dem König Läufer Schach. Ich hoffe, das funktioniert. Ansonsten beiße ich mir ja so richtig ins Fleisch, aber andererseits habe ich natürlich auch noch zwei Leichtfiguren für den Turm. Könnte hier erstmal Schach sagen, aber da gehe ich natürlich mit meinem Turm dazwischen. Und dann wäre es mir eigentlich weniger wichtig, dass mein Springer da genommen werden kann. Meine Idee ist jetzt, der König nimmt und entweder mit der Dame Schach oder mit dem Läufer Schach. Ich glaube, ich tendiere eher zum Läufer. Ne, pardon, zur Dame. Schach. Ja, ich tendiere zur Dame. Ich tendiere zur Dame. Ich tendiere zur Dame. Schach. Turm geht ein zur Seite. Und ich drohe jetzt matt auf G3. Er hat hier noch einen Zwischenschach. Dann gehe ich mit dem Turm dazwischen. Und dann müsste er schon mit der Dame opfern, damit er das matt abwehren kann. Das Endspiel sollte dann gewonnen sein. Vielleicht war da auch ein anderes Matt drin. Bin mir da aber jetzt. Ich hätte es wahrscheinlich mit Zufall gefunden, wenn der Läufer auf F5 Schach sagt. König muss hoch, Dame hier H1 Schach. Schwierig, schwierig. König geht zur Seite. Ja, ich hatte Angst, dass der König hier den Fluchtweg wieder hat. Oha. Gut, dann halt matt. Eine Partie schaffen wir, glaube ich, noch. Aber ich muss erstmal auf Stopp drücken, die Aufnahme, und starte den gleich wieder. Sonst komme ich über die 42 Minuten. Gut, ich akzeptiere kurz, starte kurz die Aufnahme. Und los geht's. Na, vielleicht nicht mit D4. Spielen wir mal E4. Sizilianisch. Ich hab's befürchtet. Okay, da kenne ich nur eins. Große Rochade und Angriff am Königsflügel. Mal schauen, war das die richtige Theorie? Oh Gott. Ja, ich könnte jetzt vorbeiziehen, ne? Das mache ich auch mal. Wohin jetzt mit dem Springer? Eigentlich E7 sieht ganz schön aus. Und dann von dort aus nach G6. Und in der Zwischenzeit decke ich meinen Bauern über. Ich habe auch kurz an D6 überlegt, aber ja, den bekomme ich schlecht verteidigt. Dann ist er schon mit dem Läufer drauf, wenn er einmal mit dem Springer drauf ist. Ja, nicht leicht. Okay. Diese Bauernstellung kennt man ja aus anderen Eröffnungen. Benoni fällt mir da spontan ein. Okay. Mein Ziel ist dieser Bauer, solange dieser Springer dort noch steht. Nächsten Zug vielleicht so. Obwohl, er kann den Springer einfach wegziehen, dann hat sich das Problem für ihn eigentlich erledigt. Gehe ich einfach mal auf die kleine Rochade. Sein Königsflügel ist noch nicht entwickelt. Sieht bei mir angenehmer aus. Gut. Einmal die Fessel unterbinden und das zweite Mal Rochade vorbereiten. Das sind die zwei Dinge, die mir gerade wichtig sind. Aha. Okay, das wirkt angriffslustig. Ich spiele mal H3. Und da geht's zurück. Okay. Das heißt, da hängt ein Bauer. Den nehme ich mit. Hatte ich gerade nicht gesehen. Ich hatte kurz an den Springer B5 überlegt, um dann auf den Bauern zu gucken. Aber beim zweiten Mal anschauen, habe ich dann gemerkt, dass der Bauer hängt.
Also jetzt müsste er schon den Springer nehmen, damit der nächste Bauer nicht hängt. Ja, den nehme ich auch mit. Dann zurück auf die Diagonale, wo sein Läufer gerade fianchettiert hat. Vielleicht kann ich den ja in Zukunft abtauschen. Interessant ist auf jeden Fall jetzt auch D6 und C5. Aber das ist noch Zukunftsgeschichte. Erstmal meinen König in Sicherheit bringen. Vielleicht vor noch Läufer D3, damit sein Springer nicht auf F5 kommt. Oh gut, den Platz hat jetzt sein Läufer angenommen. Ich würde gerne diesen Läufer abtauschen, oder zumindest einen von den Läufern. Das ist vielleicht ein Anfang. Einfach mal diesen Läufer herausnehmen. Dann nimmt er wahrscheinlich mit dem Springer. Oder ich fessel diesen Springer vorher erst an. Gehe auf diese Diagonale zurück. Das ist auch eine Idee. Bevor ich diesen Läufer hier nehme, zurück auf C5. Okay. Das ist interessant, aber den kann ich einfach nehmen mit meinem Springer. War ein guter Versuch, meine Bauern auszuhebeln. Wenn der Bauer genommen hätte, wäre das hier ein leichtes Opfer gewesen. So aber nicht. Gut. Mein Springer ist angegriffen. Ich gehe einfach zurück. Jetzt bin ich gespannt, was er sich einfallen lässt. Vielleicht noch den Turm auf B8. Turm auf B8 sieht interessant aus. Ich sehe da zurzeit nur B3 und dann wäre diese Diagonale schon ziemlich wichtig. Das heißt, wer diese schwarzen Felder kontrolliert, kontrolliert ziemlich viel. Das heißt, mein Läufer möchte hier auch zurzeit nicht runterziehen. Mein Turm dafür aber, der ist mir doch ganz wichtig. Vielleicht nach, ja, ich glaube nach C1, um dann den Vormarsch dieses Bauern zu unterstützen. D6 und C5, C6 liegt ja eigentlich in der Luft, aber ist bestimmt nicht leicht durchzuführen. Wie gesagt, mein Turm muss hier erstmal runter. Dann stelle ich, wie er, vielleicht meinen anderen Turm noch auf die offene Linie. Aha, schau einer an. Ich nehme den Springer. Er kann meinen Turm haben, aber ich habe dafür diese Diagonale, die mir sehr wichtig ist. Und was noch viel interessanter ist, ist jetzt dieser Damenzug auf H6. Denn dort ist das Matt kaum noch mehr abzuwehren. Zwei Leichtfiguren für den Turm, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Okay. Schade, er greift meinen Läufer an, das heißt, er muss ziehen. Muss er es wirklich? Ja, ich denke schon. Was könnte ich machen? Ich könnte. Ich glaube, ich tausche den Springer ab. Ja, ich glaube, das mache ich. Greift die Dame an, das heißt, er muss erstmal damit ziehen. Oder nimmt mein, Springer und dann hängt hier hinten ein Bauer. Gut, und im nächsten Zug denke ich mal, kommt hier vielleicht ein Schach. Das wirkt unangenehm für ihn. Wo geht der König dann hin? Ja, entweder H8, H7 oder F8.
Dann bräuchte ich doch den Springer, der steht hier aber ungünstig. Moment, Moment. Durch das Schach kriege ich erstmal diesen Bauern. Hat er mir aber nicht gestattet. Der Bauer wäre wichtig gewesen. Okay. Das heißt, ich brauche einen neuen Plan, eine neue Idee, wie ich an seinen König rankomme. Vielleicht Turm abtauschen. Ich glaube, damit kann ich gut leben. Wenn er abtauscht, nehme ich natürlich mit der Dame und dann vielleicht ein Schach auf E6. Das gefällt mir alles nicht. Ich muss auch noch auf Grundlinie Matt aufpassen, dadurch, dass die Dame auf H2 schaut. Kann mein König hier das Fluchtfeld nicht nutzen? Wie mache ich das denn also am besten? Am besten denke ich mal abtauschen, wie ich es vorhatte. Dame D2 ganz ruhig und jetzt gucke ich mal, was er macht. Und wenn er nichts macht, zum Beispiel Königszug, dann denke ich mal Springer hier und dann C5 vorbereiten. So. Dieser Bauer braucht aber noch mal ein bisschen Unterstützung, wenn mein Springer wegziehen möchte und dann der Bauer. Das heißt, den decke ich erstmal vorsorglich. Ja, und was anderes sehe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Sein Turm hat auch nicht so viele Felder. Ich muss halt noch aufpassen. Ich darf mit dieser Dame nicht dieses Feld vernachlässigen. E1. Denn dann wäre ich auf einmal matt. Und das wäre tragisch. Also so ein Damenausflug nach H6 könnte ganz schnell in die Hose gehen. Könnte auch sicherheitshalber einfach mal G6 spielen. Was ich glaube ich jetzt auch mal mache, denn hier unten das Schach, ja, das wirkt schon unangenehm. Das mache ich dann einfach mal. Einfach mehr Raum für den König. Nächster Zug könnte D6 schon sein. Das wäre, glaube ich, sehr gefährlich. Mein Läufer könnte ein Schach sagen. Sein König, ja, denke ich mal, müsste nach H7. F8 und H8 könnte ich mit einem Damenschach beantworten. Aber er geht vorsorglich mit der Dame einfach mal nach hinten. Gut, ich spiele D6 trotzdem. Jetzt droht auch noch D7. Mein Bauer ist ziemlich schnell. Den muss er erstmal aufhalten. Mein Springer könnte hier noch hüpfen. Gut, das ging nicht. Da fesselt mein Läufer diesen Turm einfach an. Der kann nicht mehr ziehen. Geht also demnächst verloren. Okay, er ist immer noch in einer Fessel drin. Das heißt, ich kann noch ein bisschen meine Bauern spielen, bevor ich ihn nehme. Jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich ihn nehmen. Er hat gerade keinen Schach. Das heißt, D7 und die Umwandlung ist auch nicht mehr zu verhindern. Okay, ich denke mal, das war das letzte Spiel. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme eines YouTube-Stell. Bis dahin, haut rein!